Die Aufstellung, die wir heute eröffnen, und die Ungarn in der zeitgenössischen europäischen Kunst repräsentieren soll, dient in mehrfacher Hinsicht zu unserer Zufriedenheit. Die Veranstaltung fügt sich organisch in den Prozess der auf eine lange historische Vergangenheit zurückblickenden ungarisch-deutschen kulturellen Zusammenarbeit. Über die Wahrung der Kontinuität hinaus lässt sie aber auch für die Entstehung neuer Traditionen breiten Raum. Der Umstand, dass diese Repräsentation hier im Land Hessen in Wiesbaden stattfindet, bedeutet eine neue Dimension im vielfältigen kulturellen Umgang zwischen unseren Ländern. Es erfüllt uns mit Freude, dass Deutschland für Kulturwerte unseres Landes ernsthaftes Interesse zeigt, und wir sind zuversichtlich, dass die Erfahrungen dieser Aufstellung unsere Zusammenarbeit in diesem Bereich weiter stärken werden. Für die kulturelle und geistige Orientierung war in Ungarn, Westeuropa und insbesondere Deutschland schon immer von bestimmender Bedeutung. Die Erkenntnis und die Aufnahme der europäischen Werte wirkte sich auf die Entwicklung unserer nationalen Kultur immer befruchtend aus. Aus der fernen und nahen historischen Vergangenheit des Landes lassen sich zahlreiche Beispiele anführen, wie erfrischend die neuen europäischen Ideen auf unsere Reformbestrebungen wirkten, deren Ziel es war, die Rückstände in der Modernisierung abzubauen und die Aufholung des Landes voranzubringen. Dass dieser Prozess nicht nur in die eine Richtung geht, dafür wünscht diese jetzige Ausstellung einen Beweis zu liefern. Mit den ausgestellten Kunstwerken soll gezeigt werden, dass die ungarische zeitgenössische bildende Kunst über ihre eigenartige ungarische Prägung hinaus zweifelsohne auch einen europäischen Horizont hat. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich im Namen der Nationalversammlung der Ungarischen Republik an der Eröffnung dieser Ausstellung teilnehmen kann. Auf diese Weise möchte ich wiederholt unseren Dank und unsere Wertschätzung all denen übermitteln, die sich deutscher und ungarischer Zeit der Vorbereitung der Ausstellung angenommen haben. Und besondere Anerkennung gebührt Ihnen, meine Damen und Herren, die Sie mit Ihrer Anwesenheit die Feierlichkeit dieses Ereignisses, der Vorstellung der ungarischen Künstler im Land Hessen, der Bundesrepublik Deutschland, bedeutend erfüllt haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.